Ich weiß nicht, steckt die Schwerter noch mal drin? Die Schwerter stecken nicht mehr drin, aber. Also es war ein Anderthalbbänder, den hat er wieder rausgezogen, mit dem hat er gekämpft. Dann wollte ich ihre Art Druckbehandlung machen, aber sie nicht hier an meiner Kabine verblutet. Macht Fleck im Teppich. Ja, sie drückt eine Hand gegen den Bauch. Es ist übel, aber nicht so schlimm wie beim letzten Mal. Halt still, bleib liegen. Ja, und während ihr dort euch ein bisschen umblickt, auf die Schattententakel blickt, könnt ihr ein Reißen der Realität hören. Ihr spürt ein ekelhaftes Fleischermesser, was wohl in eure Gehirn getrieben wird. Und mit einem widerlichen Kratzen seht ihr, wie sich ein widerlicher Schruf, ein Wesen mit Scheren und Tentakeln aus den Niederhöllen herbeischiebt, einige Blutsplitzer, die auf dem Teppich von Abelmir hinterlassen werden, und dann seht ihr ein gewaltiges, vogelartiges Monstrum, was sich in der Mitte des Heptagramms in die Realität schiebt. Serpentino wendet sich um und breitet die Arme in der einen noch den Stab haltend vor ihm aus. Dämon, höre deinen wahren Namen und erkenne deinen Meister. Sei mir dienstbar und führe meinen Befehl aus. Draußen auf dem Deck ist eine gehörnte Gestalt. Finde sie, vernichte sie. Vernichte nichts und beschädige nichts, was dir nicht geheißen. Kehre danach sofort zu mir zurück und interagiere mit nichts und niemandem, das dir nicht geheißen. Und ab geht's. Du musst mir jetzt sagen, was passiert, wenn ich einen Dämon einen Befehl gebe, der nicht erfüllbar ist. Ja, das habe ich auch gerade überlegt. Gib mir mal einen. Geht er raus und kommt im Grunde sofort wieder zurück, weil der Bereich, den ich ihm gebe, ist relativ klein. Ein gehörntes Wesen, hast du gesagt. Ja. Ja, ich guck gerade mal. Der Dämon ist in der Lage. Also der Befehl, ich zwinge ihm ja meinen Willen auf. Wenn die Probe klappt, wird er in der Lage sein, etwas, das aussieht, als Hörner hat, und etwas, das Hörner hat, voneinander zu unterscheiden. Ich weiß, dass mich das auch beißen kann, wenn Karasuk nicht wirklich Hörner hat, sondern das irgendwie eine Kappe ist. Ja, etwas, das Hörner hat. Ich überlege gerade, ob irgendwas in der Nähe ist, was Hörner hat. Also in der nächsten Umgebung. Ich dachte, auf dem Deck. Auf dem Deck, ja. Etwas, das Hörner hat. Hat jemand von uns eine Widderkappe? Rafim hat nichts. Der Bluthund Groschow hat keine Hörner. Dann siehst du, wie sich der Schruf... Kopfschamane. Ach ja, im Übrigen, ich muss trotzdem würfeln. Das kann auch noch mal. Ja, aber der ist unter Deck. Ja, der ist unter Deck. Das ist nicht schief gegangen. Auf dem Deck. Wie wäre der Befehl? Auf dem Deck? Ich sagte draußen auf dem Deck und habe darauf es wird ein Deck gezeigt. Vielleicht läuft hier gerade der Stick. Schau mal aufs Hauptdeck. Das kannst du machen, aber dann pisst du halt nicht mich an, sondern irgendwie Boltax. Ja. Aber der würde auch wieder die Problematik glauben. Das Problem ist im Silenzium. Nein, im Silenzium, die sind zwar vielleicht unten, sind die vielleicht sogar wach geworden, aber bis der oben ist, wird da nichts passiert sein. Dann bemerkst du, wie der Schruf, anstatt dass er deinen Befehl ausfüllt, einfach nur platzt und die Niederhöllen ihn wieder zerreißen. Ein wahrer Meister der Dämonologie. Und mein offener Dienst verfällt? Hattest du noch einen offen? Ich habe ihn einen zweiten abgerungen, ja. Ja, okay. Und der wäre? Zunächst einmal, also im Grunde, er geht nicht mal, sondern er macht Platz, oder wie? Er zerplatzt und du siehst, wie sich die Fetzen an den unsichtbaren Wänden deines Heptagramms noch weiter aufhalten und dann verwirbeln zu einem kleinen Zyklon und in einem Strudel sich wieder neu bilden. Du hörst ein kratziges Geräusch, Knochen und Blut, die also so gurgeln, das heißes Blut. Erster Befehl! Nun gut, du kannst es mit weniger Theatralik machen. Der Vitilio wischt mit dem Gedanken die Tentakel draußen weg, denn mein Karasuk tot ist, das Vieh tot ist, wird die Mitschuldigung weg sein. Mein zweiter Befehl an dich, Dämon, sei manifest. Relativ einfach. Ja. Okay, sei Dämon manifest. Ist manifest. Das heißt, du rufst ihn in diese Realität? Genau. Er, seine, hier. Resistenzen sinken um eine Stufe. Nächster Befehl. Dadurch, dass der Dämon erst manifest ist, bekommt er die Dienste Gefolgschaft und Bewegung, ohne dass ich dafür einen Dienst bezahlen muss. Dies ist wichtig, ansonsten könntest du einen manifestierten Dämon nie wegschicken. Ja, weil ich hatte sonst gerade überlegt, was passiert, wenn er jetzt manifest ist und deine Wünsche alle sind oder deine Befehle alle sind. Da hat ausnahmsweise jemand dran gedacht. Ich kann den Dienst Gefolgschaft fordern, ohne einen Dienst ausgeben zu müssen. Ja, gut, dann... Traktatus contra Dämonis, ja? Ihr scheißt immer drauf, aber die haben das hingekriegt.
So, also, ja, dann merkst du, wie dieser blutige Schleim, der jetzt aus dem gerissenen Sphäre, der da eben rausgeplatscht ist und sich auf den stinkenden Teppich jetzt ausgebreitet hat, wandert an ihm nach oben und er bekommt mehr Konturen. Eben hat er noch so ein bisschen geflimmert und geflackert. Jeder konnte sehen, dass dieses Wesen einfach chaotisch und nicht in diese Welt gehört. Jetzt gehört er dazu. Nun, wo du schon hier bist, Dämon, sei mir dienstbar. Ich möchte ihm 2 Dienste abpressen. Das ist eine Schwernis von 4, glaube ich. Sehen wir nach. Gar kein Problem. Ich mache diese Probe mit einer Erleichterung von 10 auf einen Kontrollwert von 18. Dann schuldet er mir 2 Dienste. Und dann den Dienst Bewegung macht auch umsonst, wie ich jetzt gesagt habe. Ich hole eine Metallflasche hervor und sage, geh in die Flasche. Und da er Formlosigkeit 1 hat, geht das. Gut, dann siehst du, wie er sich bewegt, kleiner wird und durch die Flasche hindurch diffundiert. In die Flasche. Ja, du steckst den Korken drauf und dann hörst du nur noch das Stöhnen von Zulamin auf dem Sofa. Oje, 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 oje. Was ist da draußen los? Bleib ganz ruhig. Drücke fest auf diese Wunde, weil hier geht anscheinend noch weiter Blut ab. Heiler! Ist das Blut noch schwarz? Da war doch irgendein seltsamer Effekt bei dem Treffer, oder? Ja, genau. Er hat eine dämonische Waffe und das Blut hat sich, zumindest das, was jetzt aus der Wunde rausläuft, nicht sprudelt, aber was rausläuft, ist leicht schwärzlicher. Ja, ich erhebe mich, greife die kleine Morgwin, die dann nur zitternd und auf dem Teppich liegt, packe ihr am Kragen und setze einen zornigen sowie gezielten Schlag gegen die Schläfe, um sie erstmal aus ihrem Bewusstsein. Sie, ja, grundlegend Schmetterschlag, sie liegt am Boden, also ich gehe davon aus, sie müssen das nicht auswürfeln. Erstmal ist sie K.O. Sie ist sowieso nicht bei Bewusstsein, also ich habe dafür gesorgt. Minus 8 erleichtert, das musst du nicht würfeln, nein. Ah, okay, ja, super. Und dann packe ich mir die und schleife sie mir hinter mir her Richtung Kapitänskajüte. Diamantes, warte. Die ist eventuell eine Magierin. Wir sollten sie in Eisen schlagen. Ihr solltet diese Wesenheit sofort umbringen. Mach mal ein Odem auf sie, das interessiert mich jetzt. Lass mir dabei Zeit. Ja, ich würde an Kohl, dem Kurgerkrieger, vorbeilaufen, mich auch auf das Sofa setzen, zu Lamin anschauen. Ich hatte einen ganz fürchterlichen Traum. Das glaubt ihr nicht. Es war schrecklich. Ich bin ganz Ohr. Ja, also, er legt so langsam, versucht aber mir das Tisch ein bisschen heranzuziehen, legt seine Füße darauf. Ihr müsst euch das vorstellen. Da war überhaupt kein Krieg. Rafim, könnt ihr vielleicht einen Heiler holen? Wieder war kein Krieg. Abel mir, ich erzähl gerade eine Geschichte. Jetzt hol du doch den Heiler, und zwar. Und dann würde Rafim anfangen, über seinen Traum zu berichten, während er selber auch schwer blutet. Zulamin hört sich das an, braucht einen Moment, um es zu checken, und fängt dann plötzlich an zu lachen. Es ist ein sehr abgehacktes Lachen, denn natürlich bereitet ihr das furchtbare Schmerzen im Bauch. Und lehnt die Stirn gegen Rafims Schulter. Es kann auch nur von dir kommen. Ja, Gott sei Dank bin ich aufgewacht und hier war ein Kampf. Ich war völlig fertig mit den Nerven, Zulamin. Völlig fertig. Es tut mir leid, ich sollte nicht. Ich sollte nicht lachen, denn. Ich verstehe dich auf einer gewissen Ebene. Es ist schrecklich, keinen Sinn mehr im Leben zu haben. Ja. Und wenn man sich mal nicht mal mehr prügeln kann, wofür dann das Ganze? Abel, mir, jetzt stehe doch nicht so bedeutungsschwanger rum und hol den Heiler. Zulamin hat sich doch wehgetan. Also ja. Wirklich. Wie ist hier überhaupt die Lage? Haben wir unser eigenes Schiff unter Kontrolle? Diamantes, komm her. Hier, drückt hier drauf. Ich kann euch zumindest versichern, dass unser primäre Angreifer das Zeitliche gesegnet hat. Was bringt denn unser Odem? Beziehungsweise mein Odem?
Also, du kannst sehen, dass sie magisch ist, ungefähr so magisch wie du, trotz ihres jungen Alters. Was dir allerdings an ihr auffällt, ist, dass ihre Armreife beide nicht magisch sind. Und wenn dann Odem wieder abklingt, kannst du sehen, dass ihre Armreife wohl einen großen Fuchs drauf haben. Schaut euch die Armreife mal an. Sagt, erinnert ihr euch an eine Begebenheit, bei der unser Kapitän einen Magier in einem Turm abgestochen hat? Ich war nicht dabei. Aber ihr wisst davon. Möglicherweise, aber da fragt ihr ihn besser selbst. Er wäre dich, wenn er gleich da ist. Nun, dies hier scheint die Tochter besagten Magiers zu sein. Könnt ihr etwas mit den Armreifen anfangen? Ihr könnt sehen, wie ein feister Krakonier sich schleimig hüpfend in eure Richtung in den Flur begibt. Eiserne Neutralität. Wir entfernen die Leichen. Er tut so. Ja, und dann siehst du, wie weitere hopsende Krakonier an das Deck kommen, so als wäre es ihr. Und das Hüttendeck wird dann von den... die Drachengardisten sind sowieso verschwunden. Und diejenigen, die noch übrig geblieben sind und noch nicht in die Schatten gezerrt worden sind, die werden dann abtransportiert. Genauso wie die Leichen von Koroba und Karasuk. Okay, ich nehme erstmal von dem Mädchen eine Haarprobe und eine Blutprobe. Man weiß ja nie, wofür man die nochmal braucht. Blut dürfte wahrscheinlich noch an meinem Dolch genug kleben, sodass ich das einfach in ein kleines Glasfiolchen abstreifen kann. Und dann schneide ich hier noch ein paar Haare ab und mache hier eine andere Fiole rein. Und doch, wäre das erstmal sichergestellt. Nun, Serpentilio, sagen euch diese Armreifen etwas, sie sind nicht magisch. Es ist merkwürdig, dass sie sie trägt. Die Weisen, sagen wir die Armreifen was? Geschichtswissenprobe. Geschichtswissen, okay. Geschichtswissenprobe plus 15. Ich bin ein oder Heraldik. Heraldik würde ich auch erlauben. Schlechten Wissenstalenten. Geschichtswissen plus 15. Ja, was nicht ist, kann ja noch nicht ganz nein. Abelmir kann mit Netia und natürlich auch mit Erognar Netilius wieder auftauchen. Waren die schliefen die eigentlich auch? Ja, die haben alle geschlafen. Das gesamte Schiff hat geschlafen. Ich aufwecken und mit Zerren. Willst du einen Dorongeweihten wecken? Die Albträume sind auch beendet, also die haben nur noch geschlafen. Mir geht es ja hauptsächlich um die Heilerin. Ob er nun mitkommt, oder ist nicht. Na, Etilius ist doch genauso der Heiler. Etilius ist genau eigentlich der nicht, ihr habt ihn irgendwie zum Heiler gemacht im Lauf der Zeit. Er ist eh ein Heiler. Ja, genau. Wie ist eigentlich die Lage in der Kapelle? Das muss Abel mir doch mitgekriegt haben, oder? Ich bin da vorbeigelaufen, ja. Ja, also da hast du jetzt gar keine Sinneschärfe. Wahrscheinlich nie. Sinneschärfe, also das ist, wenn man da jetzt reingeht, das fällt das auf alle Fälle auf, aber. Dann kannst du sehen, dass tatsächlich die Kapelle wurde zerstört. Schränke wurden umgerissen und Fiolen, Pokale, allesamt fliegen im gesamten Schiff umher und die Schiffskapelle ist entweiht. Gut, aber das ist dann sekundär, zweitrangig. Ja. Wie gesagt, du kannst dann nach oben kommen und ich muss gerade mal schauen, Geschichtswissen, das reicht, mit einem THW von 11, das ist gar nichts. Ich weiß. Ja, sind halt Armreife mit, das wird höchstwahrscheinlich das Fuchswappen des Hauses Gareth sein, aber warum auch immer sie die jetzt trägt. Ja gut, dann natürlich nicht sagen. Dann nehme ich ihr die Armreife ab, weil, ja, warum auch nicht? Bringen sie erstmal in meine Kabine. Ja, Etilius wird sich um Diamantas Bauchwunde kümmern und Netia wird sich dann vor Zulamin abknien und ihr dann die Weisheit von Pereine nahebringen. Hallo Netia. Wir sehen uns in letzter Zeit entschieden zu oft aus denselben Gründen. Ja, Hauptsache es geht euch wieder gut. Das sieht aber böse aus. Wahrscheinlich eine dämonische Waffe. Ja, ich denke auch. Könnt ihr etwas tun? Ja, selbstverständlich. Es wird allerdings etwas dauern. Ist gut, dass ihr mich gleich gerufen habt. Bei den Giften, die diese benutzen, kann man nie wissen. Und, Raffin, ihr seid auch verletzt? Ja. Werde ich mir auch gleich ansehen, alles klar. Ja, ich gehe schon mal raus und gucke mir alles an. Ihr könnt mich dann ja irgendwo draußen einsammeln. Was ist das? Ach, das ist das Mädchen?
Die gab an, die Tochter eines Magiers zu sein, den ihr in seinem Turm umgebracht habt? Genau. Ja. Nun, dann wollen wir es doch zu Ende bringen. Ich gehe auf sie zu und ziehe mein Dolch. Sie ist sehr gefährlich, Kapitän. Wollt ihr mein Bandschwert verwenden? Sie ist ohnmächtig. Ich bereiche ihm trotzdem Griffo an mein Bandschwert. Ich habe ein Dolch. Es ist halt ein Kurzschwert, aber... Ich habe ein Dolch in der Hand. Aber mir wollt ihr nicht wenigstens noch wissen, was sie zu sagen hat? Nein. Ihr die Möglichkeit geben, letzte Worte zu sprechen. Sie hat das gesamte Schiff mit einer Handbewegung einschlafen lassen. Und treib ihr meinen Dolch an durch den Hals in den Schädel. Ich bin innerlich kurz davor, ein Gebet abzusenden. Ich gehe raus, aber wenn nur er kurz das macht. Davor. Ich habe da keine Lust drauf, irgendein wehrloses, am Boden liegendes, bewusstloses Mädchen umzubringen. Ja, Rafim, wenn du nach draußen trittst, um nach dem Rechten zu sehen, du kannst erkennen, wie wohl der Hafen, zumindest an eurer Stelle, leicht ausgeleuchtet ist und fahles Licht, das alles so ein bisschen erhellt. Und das gesamte Schiff scheint wohl jetzt zu leben, erwacht. Du kannst es quietschen hören, du hörst, wie Maschinen oder so etwas im Inneren herumrattern. Und dann kannst du erkennen, wie sich das gewaltige Fraßmaul wohl bewegt und mit den zahlreichen Ästen und den peitschenden Spinnenbeinchen wird jetzt ein großes Schiff in Richtung des Fraßmaules bewegt. Und wenn du dazu guckst, es riecht und rumpelt und kreischt von Metall, es stinkt irgendwie nach Motoren, die irgendwo im Unterdeck anlaufen, irgendwelche agrimotischen Maschinen oder so etwas, ein Verfall, der sich gerade in diese Welt ergießt. Und dann siehst du, wie das gewaltige Fraßmaul das Geisterschiff verschlingt. Es gibt noch ein leichtes Kreischen, du kannst wohl die Banner von einigen anderen Drachengardisten noch erkennen. Und irgendwelche Seelen, die da wohl nach oben versuchen zu stieben. Und dann verschwindet mit einem lauten Knuspern das Geisterschiff im Inneren des Fraßmauls der Stadt aus den Tiefen. Naja, immerhin einige gute Nachrichten. Ich würde mich einmal an den Rand dieser Brandnarbe hier stellen und das versuchen einzuschätzen. Wie schlimm sieht das aus? Du meinst dein eigenes Schiff, oder? Ja. Ja. Das kann selbstverständlich wieder repariert werden. Du kannst sehen, wie da wohl das Deck, was da drunter dann eben wohl beschädigt wurde, also das, was vom Hauptdeck abzweigt. Die Kajüten sind da wohl auch großflächig von dem Ignisfero erschüttert worden. Du siehst, wie Signore Ortomol, der Bankier vom Roten Salamander und der Begleiter von Serpentilio, erbost nach oben blickt und dir noch irgendwelche Beschwerden entgegen schreit, dass das irgendwie abgezogen wird von sämtlichen Rechnungen, die er euch da wohl bezahlt. Du siehst das bleiche Gesicht von Canesitiana und einen Dukatengardisten, der da wohl wachsam zu dir und auch zu Canesitiana blickt. Das kann wieder repariert werden. Ja, dann nicke ich zufrieden. Ich möchte mich einmal umschauen. Liegen noch die Leichen unserer eigenen Leute hier oder nicht? Die haben die auch mitgenommen. Nee, die wurden, also vor allem wurden sie wohl auch in die Schatten gezerrt. Kapok sitzt da wohl ein bisschen an der Reling und keucht. Oh, gut, dann würde ich einmal zu Kapok laufen. Kapok, sind auch welche von unseren gestorben? Mann! Ich glaube, neben mir war, ich weiß nicht, wann ich eingeschlafen bin, Mann, aber neben mir war Dottore, Mann. Er steht zitternd auf und guckt nach oben zum Steuerrad und er ist nicht da, Mann. Dottore, Mann. Ja, wie fähig hältst du dich so als Kapitän von einem Schiff oder zumindest als Steuermann? Kapok, nur Navigator, Mann. Nicht Schiff von der Größe, Mann. Nur Ruderboot. Das kriegen wir hin. Okay, danke, Kapok. Ich würde eben zum Kapitän gehen. Eine Sekunde. Ich würde die Tür weit aufstoßen, Kapitän. Sekunde, was ist? Unser Steuermann ist tot. Ja. Vermutlich. Und vermutlich noch ein paar andere. Ich würde jetzt einmal die Mannschaft antreten lassen, dann kann ich euch genau sagen, wer tot ist. Gut. Ich würde dann mal... es klingen mag, Kapitän. Wir können hierüber froh sein. Das Kind gab an, dass sie euch wohl erst leiden lassen wollte in euren Träumen, bevor sie zum Töten übergehen. Ja, muss sie nicht mehr leiden. Ich würde mal ganz gefühlskalt in den Dolch an ihrem Kleid abwischen
und sie mal an den Haaren, an ihrem Schopf an Deck ziehen und dann über Bord werfen zu den anderen Leichen, die da wahrscheinlich noch an Land liegen, an der Reling, an dem Kai, da wie auch immer. Ich folge ihm dabei auf Schritt und Tritt, so Hände hinter dem Rücken, leicht gebückter, leichter Bucke, eine sehr weise Entscheidung, Kapitän. Und wo diese Leiche zu den anderen werfen. Nee, die habt ihr vergessen. Ja, du hörst sie noch blubbern und Morkas Schattenschlag wurde wohl auch von den merkwürdigen Krakoniern entfernt. So, jetzt kümmern wir uns um unser Schiff. Ja, hier. Ist Boltax bei mir in der Nähe? Ja, ich stehe im Gang. Ich habe mich nur abgewendet, um ja, eben den Mord nicht mit anzusehen. Ich nehme an, der Regen war eure Machwerk? In der Tat, in der Tat. Ein hervorragender Einfall. Das Feuer hätte sich sonst noch weiter ausbreiten können. Das war meine Befürchtung und wir sitzen hier nun mal in einer Holzschale. Ihr macht eurem Amt wahrhaftig alle Ehre. Und man tut, was man kann. Nun, diese Ringe, ihre Armgreife, es lässt mir keine Ruhe. Ich könnte das Zeichen einer Gottheit sein. Ich möchte nicht wegsagen, denn dies scheint mir zu offensichtlich. Ich werde mit Netia noch einmal darüber sprechen, wenn es die Zeit ergibt. Ich. Oh je. Ihr habt recht. Ich sollte wohl und dann eilt er von dann. Na. Nun. Kommt dann halt vermutlich nachdem Netia komplett fertig ist. Dann kommt Serpentino mit einer komplett vollgeladenen Tasche mit diversen Kräutern und Heilmitteln zurück. Gerade als sie irgendwie den letzten Verband zuknotet. Ja. Ich wusste nicht, was ihr haben wolltet, also habe ich einfach alles mitgebracht. Hier. Oh, ihr arbeitet mal wieder schnell. Rafim, was möchtest du? Ja, ich würde mal jeden Dukatengardisten, den ich noch wach finde oder wach machen. Ja, die sind mittlerweile auch aufgewacht, weil der Silenzium abgefallen ist. Einmal Mannschaftszählung, alle zusammen antreten lassen. Ich will wissen, wer fehlt. Jawohl. Muss ich das überwachen oder seid ihr selber in der Lage zu zählen? Wir machen gleich Meldung. Dragan wird Bericht erstatten. Ja, wunderbar. Passt auf, dass sich hier nichts eingeschlichen hat. Ich möchte alle Kabinen durchsucht wissen. Jawohl. Wunderbar. Dann würde ich nach Sipintio auch in den Raum reinstürzen, immer noch schwer blutend aus mehreren Wunden. Oh, Sipintio, hab was ja was zum Verbinden mitgebracht. Eine gute Idee. Ah, natürlich doch. Hier, möchtet ihr nicht... Nein, das ist nicht das Richtige. Das brennt so sehr. Ah, hier, genau, das war euer Gemüt. Doch kein Würselkraut, das ist schlecht. Oh, ihr versteht, dies ist kein Würselkraut. Dies ist vierblättriges... Ja, gib's einfach her. Sorry. Ich trinke das einfach, mir egal, was das ist. Ich glaub dir das schon. Ja, ihr müsst es so mit den Schneidekanten voran in die Wunde treiben. Vertraut mir, es wird zuwachsen. Ja, wie ihr meint. Ich sagte etwas, das eurem Gemüt entspricht. Keine Ahnung, Frosty, tu einfach so, als wäre das eine Würfel selber oder so gewesen. Ist mir egal.